Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu mir, dem Retro-Phrenologen und Betrayer. Wir sind in Fort Henry angekommen und wollen uns jetzt mal ansehen, was es wohl mit diesem Fort, diesem scheinbar verlassenen Fort, auf sich hat. Aber vorher will ich euch einmal kurz zeigen, wie das aussieht, wenn man in dem Spiel die Farbe einstellt. So dass denn überhaupt geht von hier aus, da bin ich mir nämlich nicht ganz sicher. Steuerung, Klang, nö. Das geht nur vom Menü aus und das ist mir zu blöde. Insofern machen wir das doch nicht. Ja, auf jeden Fall gibt es hier Kisten und diese komischen Dinger. Und mit den Kisten fangen wir an. Nieder mit den Kisten. Eine kleine Kelle, die gut geeignet ist, um harte Erde aufzubrechen. Mhm. Und hier ist harte Erde. Erstmal haben wir unseren Tagebucheintrag aktualisiert. Hinweise. Vom Fasser zu trinken scheint der Preis ange... Ja, das wissen wir alles schon. Eine kleine Kelle, die gut geeignet ist, um harte Erde aufzulegen. Ja, das ist toll. Das ist wirklich super Töfte. Hm. Oh, eine Notiz. Der Indianer... Seitenfetzen. Der Indianerkönig, der mit Vero Vance angeredet wird, war sehr angetan von unseren Gaben, bestehend aus Werkzeugen und eitlem Tand. Wir erhielten im Gegenzug eine Unmenge an Welschkorn und Bärenfleisch, was sich als hervorragendes Nahrungsmittel herausstellt. Ah, hier bekommen wir die, kriegen wir ein bisschen Lore von was hier so passiert ist in dem Fort. Während draußen bei mir nach wie vor die Leute sich gegenseitig abstechen, dem Klang nach. Vielleicht sind es auch einfach nur Feiernde. Und was seid ihr? Sillinger sind ja sehr seltsam. Ob zwar die Gestalt menschliche Züge aufweist, besteht sie doch nur aus toter Asche und Schlacke. Ist ja creepy. Aschegestalten. Hier haben wir eine Kiste. Einfaches Amulett des Soldaten. Ein Indianerkönig. Nachladezeit von Musketenpistolen und Armgrößen um 5% verringert. Ja, warum nicht? Hm. Ah, noch eine Notiz. Der Stadt. Dies schreibt sich anders, Statthalter, mit D und so einem krassen Buchstaben. Der Statthalter hat bestimmt, dass wir keinen Mann entbehren können, nach Fort Henry zu schicken, da wir unaufhörlich von den Eingeborenen belästigt werden, die uns seit kurzem, aus unbekanntem Grunde, feindlich gesonnen sind. Ja, bis vorhin klangen die doch eigentlich noch ganz nett, die Eingeborenen. Seltsam. Hm, eine Glocke. Eine verzierte Glocke. Sie scheint in gutem Zustand zu sein. Sie könnte vermutlich wieder an ihrem ehemaligen Bestimmungsort gehängt werden. Hm. Das klingt so, als sollte ich das Ding gleich an seinen ursprünglichen Bestimmungsort zurück... ursprünglichen Dingsort zurückhängen. Okay. Volle Munition. Da oben ist noch so eine Statue. Eine weitere Aschegestalt. Und das dachte ich mir fast. Wenn es mich nicht dafür grauen würde, würde ich dir einfach mal bedolchen. Geld. Hey, da sind Pfeile. Indianische Pfeile, die höchstwahrscheinlich dem Haupte des Wachpostens zugedacht waren. Ja, aber hier steht kein Wachposten. Ah, wir konnten die Pfeile looten. Und auch eine Kiste. Ah, jetzt haben wir einen Trinkschlauch bekommen. Und den können wir halt auffüllen und der ist quasi so zweimal Heilung. Hier haben wir eine weitere Notiz. Laut unseren Gefangenen sind die Spanier darauf aus, Siedlungen zu zerstören, die für Kaperfahrten gegen ihre eigene Schatzflotte eingesetzt werden könnten. Demnach werden sie uns zweifelsohne bald wieder behelligen. Wir brauchen Verstärkung, um weitere Angriffe abzuwehren. Hm. Na, daraus ist ja nichts geworden, so verlassen wir das Fort jetzt ist. Ja, das ist seltsam. Ups. Sorry, war keine Absicht. Wollte nur wissen, ob das geht.
Und das scheint es auch schon gewesen zu sein in diesem Ding hier. Mehr Notizen finde ich jedenfalls gerade nicht. Das tut mir so ein bisschen schon so ein bisschen leid mit der Statue. Wollte ja nur gucken. Langbogenpfeil. Ob man irgendwas mit den Dingern anstellen kann. Und was anderes kennen wir halt nicht. Wir können nur kaputt machen und nix. Vorhin schon geleuchtet. Ah, hier können wir die Glocke dranhängen. Ja, ich denke, das machen wir einfach mal. Glocke ersetzt. Und dann, oh, Notiz. Keinen Mann in Bären. Aussagen unserer Gefangenen, Anhaltspunkte. Glocke. Verzierte Glocke, Glocke wieder aufgehängt. Ja, das haben wir gemacht. Hier hängen noch mehr Pfeile. Noch mehr indianische Pfeile. Entweder fand ein groß angelegter Angriff statt oder mehrere kleine Scharmützel. Ja, das wissen wir nicht. Ja, dann hauen wir, würde ich sagen, mal auf die Glocke und gucken, was passiert. Uah! Ja, nicht viel. Ist dunkler als vor noch 2 Minuten. Sehr gruselig. Und wenn man sie läutet, scheint die Welt auf unerklärliche Weise verändert zu werden. Jo. Schöne Zusammenfassung. Vor allen Dingen unser Main-Char ist wieder eiskalt. So, die Glocke schlägt. Panik, die Welt verdunkelt sich. Erstmal mein Notizbuch rausholen und ich schreibe mir das auf. Dann weiß ich es wenigstens noch. Habe offenbar einen offenbar menschlichen Augapfel ausgegraben. Wenngleich er sich mehr wie ein Stein anfühlt. Liegt seltsam schwer in meiner Hand und scheint Wärme abzugeben. Scheint, als könnte ich nun Dinge sehen, die mir vormals verborgen blieben. Ist ja creepy. Was ist das da? Ich glaube, ich schleiche lieber. Irgendwie traue ich dem Braten hier nicht. Hier scheint etwas vergraben zu sein, doch ist der Boden zu hart, als dass man es mit einer Kelle ausgraben könnte. Und an der Kelle stand dran, da könnte ich mit durch harten Bogen graben. Was haben wir denn hier noch? Was ist es? Aber ein versteinertes Ohr ausgegraben. Wie das Auge, das ich fand, ist es schwer und warm. Scheint, als könnte ich nun Dinge hören, deren Laute ich vormals nicht vernahm. Ein Auge und ein Ohr habe ich jetzt also dabei. Ah, da ist noch so ein Grabeding. Ich meine, das Ding scheint es nicht feindlich gesinnt zu sein, ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, dass ich es, dass das noch nicht mich gesehen hat. Habe eine versteinerte Zunge ausgegraben. Sie ist ebenfalls schwer und warm. Es scheint, als könnte ich nur mit denen sprechen, die mich vormals nicht hören konnten. Jetzt ist nur fragwürdig, ob ich das will. Aber ich glaube, ich habe keine Wahl, weil sonst komme ich hier nicht wieder raus. Scheint etwas vergraben zu sein. Ja, aber es fehlt da noch eine Nase. Dann kann ich vielleicht Sachen riechen, die ich vormals noch nie gerochen habe. Und dann vielleicht noch Hände. Dann kann ich Sachen fassen, die ich vorher nie gefassen konnte. Ich kann sowieso gerade nicht fassen. Ja, dann reden wir mal mit Mr. Ghost. Du, ich habe da meine Pistole auf dein nicht mehr vorhandenes Herz gerichtet. Also, sprich. Wo ist Martha? Stimmt, ich sehe ein, die relevantere Frage ist, wer ist Martha? Mein Weib. Keine Ahnung. Wer seid ihr? Ich bin Hauptmann William Eastgrove. Wo saht ihr sie zuletzt? An einem Hange. Wir saßen nebeneinander. Ich hielt ihre Hand und sprach von unserem Sohne. Ich werde sie für euch finden, sofern es mir möglich ist. Ah! Hi. Ich will nicht stören, doch. Mit wem sprecht ihr? Ich sprach mit einem Geiste namens William Eastgrove. Total die vernünftige Antwort.
Übrigens würde ich mich ja an ihrer Stelle nicht vor meine geladene Pistole stellen. Ich sehe niemanden. Er erschien in der Finsternis, als sich die Glocke läutete, und verschwand, als das Tageslicht zurückkehrte. In der Finsternis? Wie kann dies sein? Die Sonne steht nach wie vor am Firmament und hat sich auch nicht vom Flecke bewegt. Seid ihr euch des Geschehenen sicher? Ich wurde seiner nicht eher gewahr, ehe ich nicht diesen seltsamen Augapfel fand. Ein beunruhigender Fund. Und wie sonderbar, doch von euch ihn aufzunehmen. Mir war anfangs nicht bewusst, was es war. Ich dachte, er könnte sich als nützlich erweisen. Mich beunruhigt die Zunge ein gutes Stück mehr. Mir war anfangs nicht bewusst, was es war. Naja, ich hab's halt ausgegraben und dann hat es mir gesagt, was es ist. Dann ist es umso sonderbarer, dass ihr ihn letztendlich doch behieltet, obgleich er nützlich erscheint. Wer seid ihr? Ich kann mich nicht erinnern. Ich bin mir sicher, dass ich einst hier lebte, damit dieser Ort vertraut scheint. Doch ist es wie ein Traum, dessen ich mich nicht recht erinnern mag. Erinnert ihr euch denn an gar nichts? Doch, meine Schwester. Ich war auf der Suche nach ihr. Und doch kann ich mich nicht einmal an ihren Namen erinnern. Vielleicht versteckt sie sich vor den Spaniern, da sie mehr als Tier als Mensch zu sein scheinen. Spanier? Ich habe niemanden außer euch gesehen, seit ich vor ein paar Tagen im Wald erwachte. Ich versichere euch, dass es hier keine Spanier gibt. Nicht mehr. Und doch schienen sie mir echt genug. Einer von uns sieht die Welt nicht so, wie sie ist. Wahrscheinlich wir beide. Und doch schienen sie mir echt genug. Wie die Finsternis. Und das Gespenst. Was war sein Begehr? Er sucht seine Frau. Ich würde euch bei der Suche helfen, doch ist es schwer, etwas zu finden, das man nicht sehen kann. Und ich muss meine Schwester finden. Bitte gebt mir Bescheid, wenn ihr sie seht. Sie sind Zwillinge, weshalb es euch leicht fallen sollte, sie zu erkennen. Genau, sie sieht genauso aus wie sie, nur läuft vor uns weg wahrscheinlich. Wo kann ich euch finden, so ich Kunde von ihr habe? Fürs Erste sollten wir uns weiterhin in diesem Fort treffen. Es würde mich ebenfalls interessieren, wie ihr eure Suche nach dem Gespenst, nach des Gespenstes Frau ausgeht. Ihr Schicksal lässt mir keine Ruhe. Ja, wohlan denn. Wenn ihr eurer Umgebung lauscht und dem Geräusche folgt, werdet ihr an Orte von Belang geführt. Ihr werdet andere Stätten im Diesseits als an der Anderswelt finden, also bemüht eure Ohren in beiden gleichermaßen. Aha. Lauschen, was für eine seltsame Fähigkeit. So wie bei Nisance, da können wir atmen. Und hier können wir jetzt lauschen. Naja, aber ich finde hier keine Orte. Ich denke, ich werde jetzt dieses wunderbare Dorf verlassen in dieser Richtung. Ich schaue mal auf die Karte. Ah, da hinten ist die Kiste, die wir gesehen haben. Oh, hier gibt es Gräber. Aber wie wechsle ich in die Anderwelt? In die Anderswelt. Grab. Edmund Percy, im Kampf mit den Spaniern gefallen. Also es gab zumindest Spanier. Hier liegt Mary Baines, oder Barnes, 24 Jahre, liebende Ehefrau und Mutter, an Krankheit gestorben. Na, wenigstens waren nicht alles die Spanier. Edward Barnes, 6 Jahre, ein liebenswerter und wonniger Sohn, an Krankheit gestorben. Nathan Lambton, von einem Spanier ermordet. Er hatte kein Alter. Matthew Halliard, Schiffsjunge, 12 Lenze, tot am Wegesrand aufgefunden. Aha. Was haben wir uns denn aufgeschrieben? Ohr, Zunge, Personen. Ja.
Die Gräber haben wir gefunden, aber die helfen uns erstmal nicht. Aber wir haben eine Liste, welche Gräber da liegen. Martha East Grove. Na, zumindest ist sie nicht bei den Gräbern dabei. Das ist ja erstmal ein gutes Zeichen. Das ist eine Kiste. Ich weiß noch nicht so richtig, was wir mit den Geräuschen machen sollen. Derzeit höre ich allerdings auch keine, Geld. Keine gefährlichen Sachen, insofern. Wir wollen nach Süden. Insofern können wir ja erstmal einfach weiter stolzieren, denke ich mal. Vielleicht benutzen wir erstmal unseren rissigen Langbogen. Der reicht ja. Und die Pistole braucht's. Was war das? Boah, Hilfe. Den habe ich echt nicht kommen sehen. Er hat mich kommen sehen, aber glücklicherweise hat er nicht schnell genug getötet. Ah, ich gehe mir einen Schluck Wasser holen. Die Feinde respawnen nur, wenn sie mich umbringen, muss man dazu sagen. Also. Habe ich mich erschrocken. Unsere Flasche aufgefüllt. Wir könnten jetzt auch unsere Pfeile auffüllen, aber da wir noch eine Zweitwaffe haben, müssten wir eigentlich mit den Pfeilen erstmal auskommen. Aber bevor wir jetzt, glaube ich, uns auf die Suche machen und nochmal von mehr Gegnern einfach überrascht werden, denke ich, dass ich an dieser Stelle die Folge beenden möchte und hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir dann mal weiter versuchen, uns hier Richtung südwärts zu schlagen und herauszufinden, was hier passiert ist auf dieser Insel. Was es so mit diesen Spaniern auf sich hat. Mit dem Mädchen in Rot und ihrer Zwillingsschwester und den Geistern und anderen seltsamen Dingen in diesem Spiel. Zum Beispiel, warum wir eine versteinerte Zunge in unserer Tasche haben. Ja, und ich hoffe, ihr seid denn auch wieder dabei. Ciao, ciao.